ist einfach Vertrauen eine ganz wichtige Grundlage. Und dieses Vertrauen muss zu Hause bestehen. Und dann in einer zweiten Ebene erst bei Pädagogen, in einer dritten Ebene erst bei Freunden oder sonstigen Bedarfsträgern. Also dieses Verlangen, eine Kontrollinstanz irgendwo einzuziehen. Ja? 1-1-0. 1-1-0. Wir kommen. Ja, aber wissen Sie, ich bin Handwerker. Ich bin Handwerker für das Thema Sicherheit. Ich bin nicht Soziologe, ich bin nicht Psychologe. Ich komme dann, wenn es zu spät ist. Und das ist genau der Fehler. Und hier dann die Frage zu stellen, wer ist zuständig, da nochmal möchte ich zurück zu den Wurzeln und sagen, das Elternhaus, da geht's los und da lege ich die Wurzeln. Das ist das schon. Das David S. das Buch gekauft hat, sich beschafft hat, wie auch immer, ist ja fast altmodisch. Wer zu diesem Thema im Internet recherchieren möchte, findet alles Mögliche. Er kann das sehr unauffällig tun, jedenfalls unauffälliger als ein Buch rumliegen zu lassen. Ich brauche nicht in eine Bibliothek zu gehen. Wenn man sich die Festplatten anguckt, bei Herrn Breivik war ein über 1000-seitiges Manifest dabei. David S. hat auch etwas aufgeschrieben, was so etwas wie, wenn man, darf man das sagen, oder geht das zu weit, diese Spekulation, ein Rahmen für seine Tat bilden sollte. Gehört das genau auf die dunkle Seite des Internets, dass man sich da etwas zusammensammeln kann, was wie ein inneres Gerüst aussieht, was aber nichts anderes ist als eine Wackelbude? Nee, diese dunkle Seite des Internets ist ja eine, in die jeder kommen kann, der möchte, der ein bisschen recherchiert, der sich den Tor oder Online-Browser installiert und der dann da unterwegs sein Tor, kann. Wir will jetzt keine Bedienungsanleitung machen, wir reden über das Darknet, da ist offenbar die Waffe auch gekauft worden. Das bedeutet, ich muss einiges wissen, ich muss einiges sehr deutlich wollen, um diese dunklen Ecken zu finden. Ja, aber auch vor dem Internet musste ich schon mal sehr deutlich wollen, um dunkle Ecken in der Gesellschaft zu finden. Ich glaube, am Ende kann ich nicht das Internet dafür verantwortlich machen, dass so etwas heute passiert. Ich glaube, das, was mit den Menschen passiert, das passiert zunächst mal in der realen Welt, im Elternhaus, an der Schule, wo ich gemobbt werde, wo auch immer. Und dann finde ich im Internet offenbar leichter Wege, damit umzugehen. Es ist im Internet auch leichter zu hassen, Hass-Postings zu machen, weil ich die Menschen nicht anschauen muss. Aber das Internet ist nicht schuld daran. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Die Frage.